Heimat. Und damit hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Coreborn Nations of the Ultra Core mit Azura Tiefwasser und mir. Ja, ich nehme das jetzt immer noch nach den anderen beiden Folgen auf. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich noch mache. Ich möchte auf jeden Fall zocken jetzt erstmal, bis ich dann die erste richtige Folge hochlade. Also die Charaktererstellungsfolge. Und ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was ihr so geschrieben habt. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich weiterspiele. Und Leute, ich habe es ja in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, ich habe richtig Lust wieder auf Coreborn. Ja, das war wirklich... egal, was ich jetzt in dem Infovideo gesagt habe, jetzt, wo ich wieder im Spiel drin bin, mit einem neuen Charakter und... Ich finde, sie ist echt cool. Also ich mag das neue Volk. Ja, ich finde sie cool. Und es ist wirklich Zeit für einen Neuanfang. Neue Folgen zu Coreborn, eine neue Staffel. Ich habe da richtig Lust drauf. Wirklich, richtig Lust. Ja. Und es ist wohl wirklich an der Zeit, also nach einer Pause mit Coreborn, wieder offen zu sein für was Neues. Und ja, es fühlt sich für mich gerade wirklich richtig an. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass wieder viele Leute mit zuschauen. Okay, Azura. Dann mach mal bitte. Wir brauchen noch ein Stadttor. So, schauen wir mal, wo wir das hinklatschen. Ach, das könnten wir eigentlich hier so hinbauen, oder? Hier beim Baum, okay. Wir haben alles. Bau eine Chipling-Wartungsstation. Wo bauen wir die denn hin? Wo bauen wir denn also hier brauchen? Ach so. Ach so, wir haben. Okay, das habe ich jetzt nicht so bedacht. Das habe ich jetzt. Warte mal, kann man. Ach so. Wie baue ich denn das? Ja, gut, wir hätten hier Platz. Dann baue ich mir hier in die Hütte hin. Ja, das reicht für mich. Ich werde ein bisschen größer bauen. Ja, ich brauche ja... Ja, vielleicht auf zwei. Einmal Wohntrakt und einmal, wo die Werkbänke stehen. Okay, der Chipling. Okay. Wo ist denn der Chipling? Hier, Chipling Wartungsservice. Mach mal den... Wo kann ich dich denn hinbauen? Okay, ja, hier irgendwo. Ja, komm. Leichtholz. Okay, dann haben wir den Chipling. Okay. So, mein Freund. Aha, 9 Tage ist aktiv. Ach so, ihr habt uns schon mal ein paar Sachen geschenkt, oder wie? Chipling? Hä? Aha. Wird auf Stufe 5. Aha, verstehe. Okay. Sprich mit Chibble. Achso, da bist du ja. Hallo, Chibble. Wow, was für eine tolle Lage für eine Stadt. Wunderbar, wunderbar. Ich bin so glücklich. Nimm dieses Geschenk, einen Condensed Essenzkristall. Okay. Dankeschön. Du kannst ihn benutzen, um dein Stadtzentrum über das Stadtmenü zu verbessern. Wenn du mehr willst, besuche die Taverne in Piper's Whistle. Aber sei vorsichtig. Wenn du deine Stadt aufwertest, verärgert das Sorgoth. Und er kann... Und er... wird wahrscheinlich ein paar seiner Lakaien aussenden, um nachzuforschen. Stelle sicher, dass du ein Schwert bei dir hast und überlege dir, ob du es nicht zuerst zusammenbauen solltest. Oder baue eine Verteidigung um deine Stadt herum. Oder beides. Viel Glück. Verteidige deine Stadt. Level. Okay. Zweigschwert ausrüsten. Kriegst du schon hin? Mit dem Zweigschwert? Verteidige deine Stadt. Warte mal. Was können wir denn bauen? Schmarrn, Baumenü. Warte mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Genau. Ach du Scheiße, was ist das alles hier? Genau, schauen wir uns das jetzt mal an. Okay, wir haben Kisten. Genau, eine Kiste. Wir brauchen definitiv erstmal eine Kiste. Ich glaube, du passt gut auf meine Kiste auf, oder? Leinen brauche ich noch. Habe ich noch Platz? Nee. Scheiße, jetzt kann ich keine Leinen.
Soll ich die Bienen rausschmeißen? Was brauche ich denn nicht? Holz nochmal? Ne, Holz brauchen wir. Das ist jetzt schwierig. Achso, Chipcups. Warte mal, kann ich da irgendwas? Irgendwas hinziehen? Tja. Accessoires haben wir keine. Ja, toll, was mache ich jetzt? Ich brauche einen Bauplatz. Für Leinen. Ach, ja, schweren Herzens lassen wir die Bienen frei. Okay, Herstellung. Genau, wir brauchen Leinen. Leinen aus Flachs. Okay, stellen wir mal alles her. Und ich glaube, wir sollten dann auch gleich mal... Genau, warte mal, wie ist das eigentlich mit Waffe? Ach hier, wir könnten Leichtholz. Oh, wir brauchen einen Reißzahn. Lightwood Leinen braucht es auch. Okay. Lightwood Handle. Okay. Gut. Leinen hast du hergestellt. Okay. Für die Kiste, gell? Genau. Okay. Dann schmeißen wir mal. Genau. Jetzt können wir mal den ganzen Quatsch hier mal reinschmeißen. Alles, was wir hier nicht benötigen, fliegt hier mal rein. So. Okay. Gut. Achso, nee, warte mal. Okay. Herstellung. Wie schaut's denn aus mit Clothes? Pflanzenfaser, Seil. Seil aus Schilfhalm und Harz. Aber wir sollten uns erstmal eine Startausrüstung bauen. Okay. Schilfhalm, Harz. Was brauchen wir noch? Leinen haben wir, glaube ich. Leinen, Seil. Okay, also wir müssen erstmal Schilf sammeln. Okay, das ist gut. Das haben wir gleich hier. Naja, gut. Nicht so viel, aber ein bisschen was. Bevor wir uns da an die Verteidigung machen, sollten wir ein bisschen besser ausgerüstet sein. Verteidige deine Stadt. Oh ja, das habe ich nicht vermisst, Leute. Aber werden wir wahrscheinlich wieder ordentlich auf die Mütze bekommen. Okay, wir haben ja schon ein paar Bandagen. Okay, warte mal. Das sollten wir, glaube ich, erst nochmal Bandagen bauen, oder? Herstellung. Flachs, Lehm. Ah, das geht hier nicht. Also okay, Flachs, Lehm, Fasern. Ach so. Ja. Okay. Wir brauchen Flachs. Bandagen. Okay. Warte mal, mach das mal weg. Hier ist Flachs. Okay. Ah, da haben wir auch Rubeeren. Stimmt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Spot hier. Ein guter Bauplatz. Also, ich... Ja, das war so eine spontane Idee. Also, ich meine, sie ist ein Wasserwesen, also muss sie ja auch ans Wasser. Okay, haben wir dann noch irgendwo Flachs? Getreide, ja, haben wir. Ah, da ist auch noch Flachs. Okay, da haben wir jede Menge. Ja, das passt doch. Hallo! Schön, dass ihr auch noch da seid und nach wie vor friedlich. Im Gegensatz zu euren Nachtkollegen. Genau, jetzt sammeln wir einfach nochmal ein bisschen Flachs hier. Hier kriegt man Motten raus und ich glaube, die Bienen, falls wir den noch brauchen, ich weiß ja eh nicht, für was wir Bienen gebraucht haben. Wahrscheinlich für ein alchemistisches Rezept, keine Ahnung. Oh, ja, Level haben wir wahrscheinlich noch nichts, oder? Genau, das muss ich auch mal reinschauen, ob wir vielleicht sogar... Na, scheiße. Skills, warte mal. Ach so, nee, ach so. Ach. Das ist nicht mehr mit den Pfeilen, okay. Man muss nicht mehr Plus dazu schalten, sondern man... Einfach Learning by Doing. Wartet mal, das war Holzverarbeitung und das ist auch Holzverarbeitung. Das ist schlecht, dass das gleich... Aber das ist Holzhacken
Und das ist Holz bearbeiten. Also irgendwas, warte mal. Unlocked. Aha, das sind Möbel. Ah, und Lightwood-Sachen. Ja gut, aber die kann ich ja noch nicht bauen. Warte mal, Herstellung. Ja, da brauchen wir eh erstmal so ein Ding. Aber okay, wenn jetzt dabei steht, Zweigschwert ausrüsten, Verteidiger deiner Stadt, dann wird das erste Mal ja wohl nicht so schwer sein. Vielleicht nur ein, zwei Ziegen, aber ich würde trotzdem gerne noch ein paar Barrikaden aufsetzen. Ich weiß ja nicht, wie krass die Ziegen sein werden. Mit einem Zweigschwert, das war damals halt eine richtige Schrottwaffe. Jetzt warte mal, wo lebe ich denn jetzt eigentlich? Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin jetzt hier. Achso, okay, alles klar. Warte mal, dann nehmen wir gleich nochmal das Getreide ein bisschen mit. Genau, dann können wir gleich mal Bandagen herstellen. Können wir 18. Was braucht man? Flachs, Lehm. Okay, bauen wir mal 4, 6. Bauen mal 6 Bandagen. Oder musst du da stehen bleiben? Ach so. Muss da stehen bleiben. Okay, dann gehen wir erstmal zurück zu unserem See. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach so, ich renne falsch. Hier muss der See sein. Okay, komm, dann nehmen wir noch ein bisschen Flachs mit. Hier? Nee. Okay, hier irgendwo. Ah, da ist Wasser. Okay, also da. Gut, dann nehmen wir erst noch mal ein bisschen Flachs mit. Und gönnen uns noch mal eine bessere Ausrüstung auf jeden Fall. Also mit dem Stoff, nee, ich bin da so, ich mit so Billigzeug, nee. Da habe ich irgendwie nicht so die Lust drauf. So, dann. Okay. Gut. Herstellung. Okay, ich muss mir jetzt auch mal merken. Die Taste für Herstellung. Hast du schon gebaut? Okay. Dann haben wir das. So. Okay, gut. Ich wollte was noch herstellen? Definitiv Rüstung. Genau, fangen wir mal mit der Rüstung an. Was brauchen wir denn dafür? Rüstung. Seile. Seile 2, 4, 6, 8. Okay, 10 Seile. Moment. Seile brauchen wir Harz noch. Okay, dann bauen wir erstmal 10 Seile. Oh, 7. Wegen Schilfhalme noch. Okay. Ja gut, ein paar Bäume haben wir ja auch. Also Wald ist ja. Oh, ach so, da ist eine Flasche. Okay. Ja gut, Schilf. Haben wir da noch ein bisschen mehr Schilf? Und ich glaube, den Lehm könnten wir eigentlich auch noch mitnehmen. Aber gut, warte mal, wo sind wir jetzt nochmal? Ja, okay, wir haben hier die Schilfrute. Also ich glaube, das ist echt kein schlechter Platz hier. Okay, schwimmen wir mal rüber. Bist nass, ist egal. Okay. Wir brauchen die Hacke wieder. So, reicht es? Ich glaube, wir 3 Seile brauchen wir noch. Okay, dann machen wir mal alle. Okay. Gut, schwimmen mal wieder rüber. Mädchen. Oder junge Frau, besser gesagt.
Okay. Ja, glaub, ihr dürft es ja nichts ausmachen, wenn sie nass ist. Ich schätze mal, die werden ja so eine Art amphibische Haut haben. Wenn ihr das wisst, ob die Kinder der Quelle eine amphibische Haut haben, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mich ja auch ein bisschen über meine ganzen Wissenslücken zu Korborn aufklären. Okay, so, dann schauen wir mal, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Leinen. Flachs. Okay, stell mal Leinen her, ohne Ende. Okay, Stofftunika. Haben wir. Okay, dann Stoff. Dings. Clove Pants. Okay. Stoffhut. Und was fehlt noch? Oh. Okay. Huthammer, fehlen noch die Dings. Warte mal, schauen wir mal. Okay, hier ist was abgeschlossen. Ein Perkpunkt. Okay. Und hier unlocked. Was haben wir? Sturdy Clothes Ding haben wir jetzt freigeschaltet. Und Ledersachen haben wir schon freigeschalten. Okay. Herstellung. Oder mal Sturdy. Leinenfell. Aha, da müssten wir schon Viecher hauen. Leder, Lederfüllung, Leder, Leinen, bla bla bla. Okay, es ist schon einiges da. Okay. Schade, dass das. Rainforest Hide. Okay. Gut. Aber was aber gesagt, wir brauchen noch die Handschuhe. Oder habe ich die hergestellt? Nein, habe ich nicht hergestellt. Die Handschuhe. So, dann schauen wir mal. So. Aha, das sind die normalen. Schuhe. Ja, ja, okay. Okay. Rüstung plus 2, Hosen. Ja, ja, okay. Das ist schon definitiv mal besser. Hände und Kopf. Okay, dann hast du jetzt, ja, die normale Kleidung. Irgendwie erinnert sie mich ein bisschen an die Navi aus Avatar. Okay, was könnten wir mit dem Zeug jetzt machen? Brauchen wir denn das? Haben wir da so ein Dings da? So ein Grinder? Aber ich glaube, ach komm, nee, schmeißen wir raus. Was sagst du? Resistenz, Hitzeresistenz, Kälte, okay. Kälteresistenz minus 2, okay. Ich glaube, sollte ich dann doch eher aufheben. Bauen wir nochmal eine Truhe. Holz. Haben wir noch dabei. Nee, dann heben wir das auf. Heb ich mal auf. Warte mal, wie war das? Warte mal, gab es da nicht eine Taste mit alles rüberschmeißen? Moment mal, ich muss da mal in die... Waffe. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, die Axt heben wir auf. So, dann haben wir jetzt schon mal eine einigermaßen Kleidung. Okay, aber... Warte mal, was ist denn mit einer Waffe? Herstellung? Warte mal, Herstellung. Eine Werkbank. Wie ist denn mit einer Werkbank eigentlich? Ah, nee. Ach so, genau. Wir wollten da mal durchschauen. So, okay. Das haben wir. Alles klar. Stadterwartung geht noch nicht. Bretter, Lagerfeuer. Wir haben hier Holzzeug. Steinzeug, statt Level 1, Knorrholz, Level 1, Granitwand, Level 1, ach so, statt Level 1, Metallwand,
Greenreef-Wand. Okay, wie cool. Tropic Seaside-Wand. Ah, Mann. Aber ein Wand ist ein Zauberstab. Wenn man das jetzt komplett in Englisch... egal. Cool. Perlen- und Muschelnwand. Alter, wie cool. Aber kriegt man die hier überhaupt? In Ambros? Also ich schätze mal, das ist wahrscheinlich das Zeug, was man im neuen Gebiet sammeln muss. Korallenmauer. Oh, wie geil. Chalkwoodmauer. Okay, also es gibt für jedes Ambros-Material gibt es ein Pendant. So, wir haben hier ein Bett. Knorrholzlaterne. Hocker. Möbel haben wir nix. Da ist auch nix. Okay, wir haben diverse Laternen. Holzstein. Okay, ja, ja, die ganzen Sammelsachen sind weg. Okay, wir brauchen... Hallo? Kann ich hier... Kann man nicht komplett durchdrehen? Muss man wieder... Muss man in die Richtung drehen? Oder wie schaut das aus? Okay, Werkbank. Hier haben wir Werkbank. Holzbearbeitung, Ausrüstung. Ausrüstungswerkbank. Da ist nix. Aha, einfache, schwache Palisade. Okay. Aber was würden das kosten? Ach, braucht auch wieder Seile. Nee, wisst ihr was? So, wir werden jetzt erstmal... Spawnpunkt ist gesetzt. Wir werden jetzt mal schauen. Vielleicht schaffe ich das auch. Probieren wir es mal, oder? Okay. Lass uns mal schauen. Vielleicht schaffen wir das auch. Okay, es ist ein bisschen schlecht zu sehen hier. Vielleicht kommen ja auch nur ein, zwei Ziegen. Welle 1 von 2. Hier kommt eine Ziege. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hatte ich so wenig Leben oder... Oder hat die uns jetzt zu viel abgezogen? Also ich meine, hatte ich so wenig Leben, weil ich irgendwie... Jetzt werde ich dann gleich am ersten Viech sterben, oder? Okay. Ja, das ist halt auch keine Waffe. Warte mal. Okay. Wir haben hier schon mal ein Fell. Warte mal. Waffe. Ach, hat auch keine Werte. Ja, kein Wunder. Okay. Gut. Wir nehmen nochmal Heilung. Ah, warte, stopp. Viecher müssen wir looten. Es waren jetzt nur 2 Ziegen. Das war doch okay. Gut. Levele deine Stadt. Erhöhe das Level der Stadt. Okay. Auf 2 hochgestuft. Okay, dann bräuchten wir... Okay, sprich mit Chibbel. Chibbel, bist du da? Habe ich nicht gerade eben ein Leuchtding gesehen? Ach, hier! Wow, solide Verteidigung, die du da geleistet hast, Kumpel. Schön zu sehen, dass du mit Sorge aufs Scherge fertig geworden bist. Okay, es waren nur Ziegen, aber trotzdem habe ich aufs Maul bekommen. Ach ja, schon lange nicht mehr gekämpft. Ich bin mir sicher, dass du von nun an selbst zurechtkommen wirst. Du solltest das Stadtzentrum weiter ausbauen, damit du mehr von Ambros zurückerobern kannst. Sorgoth wird sich dir weiterhin gegenstellen und ich wette, das war nur ein kleiner Vorgeschmack darauf. Wenn du stärker werden willst, versuche eine bessere Waffe und Ausrüstung herzustellen. Gut, Ausrüstung ist nicht schlecht. Okay, du wirst deine Fähigkeiten verbessern und deine Stadt mit Essenzkristallen vergrößern wollen. Denk daran, dass du diese in Piper's Whistle bekommen kannst. Aber genug geschwafelt von mir. Bevor ich weitermache, möchte ich mich noch dafür bedanken, dass du uns Chiplingen geholfen hast, Ambros zurückzuerobern. Baue die Städte weiter aus und kämpfe gegen Sorgoth. Mach's gut. Tschüssi. Oh, Healing Potion bekommen. Sehr gut. Jo, danke dir. Okay.
Ja, du kannst jetzt auch wieder. Okay, mach's gut. So, okay. Was brauchen wir denn für eine Waffe? Ah, Lightwood. Reißzahn. Oh, Scheiße. Ah, oh, shit. Ja, warte mal, Reißzahn? Ja, aber. Was brauchen wir da? Leinen und Leichtholz. Da brauchen wir auch schon. Reißzahn. Was ist denn da? Ach hier, Moment. Steinklinge. Quarzhand. Geocastingrad. Geocasting-Skill. Geocastingrad. Na, wisst ihr was? Dann werden wir uns Stein bauen. Weil ehrlich gesagt, mit den Griss möchte ich mich noch gar nicht anlegen. Warte mal, haben wir das komplett? Seil, Zweige, Fell haben wir auch. Fell, Hart, Quarzsand, okay. Geocastingrad. Okay, dann kümmern wir uns da mal drum. Nee, stopp. Baumenü. Okay, das Geocastingrad. Was braucht das? Geocastingrad. Nee, nee, stopp. Stopp, stopp, stopp. So fangen wir gar nicht erst an. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal aus Leichtholz. Genau. Wir bauen jetzt hier gleich mal richtig. Warte mal. Nein, okay. Man kann nicht im Wasser bauen. Ah, Scheiße. Okay. Wisst ihr, was wir machen? Geht das? Warte mal. Nee. Das irgendwie anders. Bisschen feiner drehen oder so. Warte mal. Na, doch, das passt. Das passt. So machen wir es. So stellen wir es hin. Wie weit kommen wir ins Wasser? Okay, hier sind wir im Wasser. Okay, so. Okay, stellen wir mal dahin. Okay, wir brauchen Leichtholz und Harz. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, Harz werden wir nicht mehr viel haben, genau. So, okay. Was war die Taste nochmal? Q, genau. Oh, ach so. Ja, ist egal. Okay, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier bauen können. Schon mal. Okay, passt. Dann haben wir jetzt das schon mal. Gut. Dann dieses Teil hier, das Geocastingrad. Okay. Wie hätte ich denn das gerne? Machen wir das so hin. Das schaut hier komisch raus, oder? Mach das mal so. Leichtholz, Stein und Lehm haben wir auch. Stopp. Stein und Lehm. Hallo? So, ja. Gut, bau das mal. So, okay, da könnten wir jetzt schon mal. Aber kann man eigentlich dieses. Na, okay. Moment. Stein. Also, was brauchen wir denn für eine richtige Klinge? Okay, wir könnten schon mal. Okay, die Klinge können wir bauen. Den Griff. Gut, dann haben wir schon mal das. Was brauchen wir für den Händel? Quatsch, für die Parierstange. Herstellung. Nee, warte mal. Nee, ich bin ja nicht da drin. Was brauchen wir dann noch? Seile. Ein Seil noch. Kriege ich noch ein Seil zusammen? Da braucht man Ding, oder? Noch. Ja, da muss ich noch Dings sammeln. Okay, dann gehen wir noch mal ein bisschen Schilf sammeln. Okay, ist schon nachgewachsen, das ist gut. Du
bist nass, aber das ist mir ziemlich wurscht, das eigentlich. Okay, gut. So, dann könnten wir uns dann schon mal das erste Schwert zusammenbauen. Okay. Herstellung. Seile 1. Achso, wegen Harz oder was? Warte mal. Haben wir kein Harz mehr? Nee, Harz ist weg. Okay. Gut. Okay. Bauen wir uns jetzt trotzdem erstmal die Parierstange. Ja, gut. Okay. Ach so. Na, warte mal. Wir brauchen doch noch... Warte mal, wie heißt denn das? Waffenmontage. Ach, das brauchen wir ja auch noch. Genau, stimmt. Warum... Warum kann ich das nicht hier hinbauen? Bauen ist hier nicht erlaubt. Ja, super. Okay, na gut. Okay, Seile. Okay, gut. Wir brauchen jetzt definitiv nochmal Zeug. Dann würde ich sagen, warte mal. Genau, das war das Ende der Geschichte hier, oder? Na, Karte, bleib du mal bitte da. Wir sind da, warte mal. Okay, gut. Gehen wir einfach jetzt mal den Fluss lang. Okay, besser. Dann haben wir auf jeden Fall dann schon mal eine Steinwaffe. Genau, wir brauchen ja dieses Zeug hier noch alles. Das ist halt... Ja, ich habe die halt alle nie wirklich groß gebaut, die Sachen, weil das haben halt andere schon gemacht bei uns in Brückenwacht. Musst du darauf? Ja. Da könnten wir auch noch gleich mal Lehm mitnehmen. Aber eigentlich bin ich jetzt dafür für Schilf. Schwimmst du eigentlich schneller, wenn man Shift drückt? Nee. Okay, auf jeden Fall aufpassen. Nicht ertrinken. Warte mal, was hat man denn für Bandagen nochmal gebraucht? Herstellung. Bandagen. Pflanzenfasern, Lehm und Flachs. Okay, genau, Flachs haben wir da gesammelt. Und Lehm brauchen wir auch. Okay, dann können wir auch noch ein bisschen von Zimtzeug mitnehmen. So. Ja, es ist gleich ein ganz anderes Spielgefühl jetzt, wieder alles von Anfang an zu machen, zu brauchen, zu sammeln und wirklich auch aufpassen zu müssen, dass man sich nicht mit den falschen Viechern anlegt. Ja. Ich meine, wir hatten ja auch keine Waffe. Also das Zweigschwert, das ist keine Waffe. Das ist lächerlich. Okay, ich würde sagen, das passt jetzt da mal auch wieder, oder? Ja, ich brauche hier gar nicht Shift drücken. Denn die schwimmt nicht schneller. Alles klar. Okay, schauen wir mal. Also hier haben wir noch ein bisschen was. Okay, da muss man sich jetzt auch erstmal ein bisschen umstellen. Dass das quasi so umschaltet. Ja, Flachs können wir auch noch holen. Können wir auch noch genug gebrauchen.
Einmal erstmal ein paar Bandagen. Na gut, die Heiltränke hätten wir auch noch zur Not. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie zu kämpfen. Genau, jetzt einfach nur ein bisschen sammeln hier von dem Zeug, damit wir ein bisschen ausgestattet sind. Gut, also mit Gris möchte ich mich nicht anlegen. Das können wir machen, wenn wir das Steinschwert haben, aber das passt schon. So. Na komm, sammel das mal bitte. Danke. So, dann hole ich da noch das Zeug hier ab. Okay, das Eisen können wir auch mitnehmen, obwohl wir noch keine Schmelze und sowas haben. Also brauchen wir nicht. Aber egal, wenn es schon da dran klebt, nehmen wir es mit. Oh, was? Mondstein? Okay. Opala-Tunik freigeschaltet. Warte mal, genau, Opala. Was ist denn mit Opala eigentlich? Das wollte ich doch auch schon längst schauen. Hier, genau. Achso, ja, da braucht man Fell. Wie gut ist denn das eigentlich? Rüstung 1. Und das hat also einen Punkt und das hat einen Stern. Und die Rüstung, was wir jetzt tragen, die hat auch einen Punkt. Okay, ist halt jetzt die absolute Standardrüstung. Aber da muss man halt Opalas hauen. Und die hier, da braucht man Fell, Kleber. Ambroshügel. Ja, die Kleberpflanzen. Ja, weiß ich ja, wo es die gibt. Was braucht man noch? Federfütterung. Federn. Gefiederte Kreaturen tragen sie. Ach ja, stimmt. Die Rehlein, die haben ja Federn, gell? Die Fate-Wir. Na, egal. Hauptsache, wir haben jetzt mal eine Grundausstattung zusammen. Das passt doch. Okay. So, und ich muss jetzt dann auch mal wissen, wo mein Ort ist. Normal muss ich ja bloß den Fluss folgen, oder? Ach so. Nee, stimmt schon. Genau in die Richtung. Okay. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal vier Bandagen bauen. Ach, ich hätte auch einen Chip Cup nehmen sollen zu dem Kampf. Der gibt ja noch dazu Angriff. Der kriegt ja noch Angriff dazu. Also wir kriegen Angriff dazu. Mein, ich was laber ich. Ja, sorry Leute, ich bin immer noch müde. Aber schon ein bisschen besser jetzt. So, okay. Was hat hier denn noch gefehlt? Aber ne, bauen wir erstmal die Bandagen. Herstellung. Vier Bandagen haben wir gesagt, gell? Ich glaube, Seile haben gefehlt, oder? So, genau, dann haben wir jetzt hier die 10 komplett. Was hat hier gefehlt? Seil, genau. Harz. Ach so, scheiße, wir haben kein Harz mehr, oder? Das war auch alle. Wartet mal. Okay, ich schmeiße das schon mal alles hier rüber, was wir nicht brauchen. Achso. Okay. Die Axt, die brauche ich jetzt auf der Taste. Ja, holen wir uns da Holz. Okay, einfach noch ein bisschen Holz, beziehungsweise eher das Harz. Nee, Leute, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt die Folge aus. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Ciao und Servus.